Hi! In dieser Folge wollen wir unseren guten alten Apo besuchen. Herzlich eingestanden hast zur nächsten Folge hier in Springfield und du erinnerst dich, wir sind ja noch hier bei unserem Quickie-Markt, den haben wir in der letzten Folge gebaut. Jetzt ist es soweit, wir wollen die Tour machen, wie er innen drin aussieht und der gute Apu, der hört jetzt schon wieder die Kasse klingeln, von daher wollen wir ihn gleich besuchen. Aber bevor es reingeht, machen wir einen kleinen Rundumcheck, was hat sich noch so ein bisschen getan? Natürlich hier vorne steht ein Auto, ich weiß ja, die meisten wollen ja immer, dass ich irgendwie Autos baue, damit das so ein bisschen belebt aussieht und nicht immer die ganzen Parkplätze komplett leer sind. Ja, ansonsten, die Seiten sind sehr, kann man sagen, noch sehr blank. Warum habe ich da nichts rangebaut? Ich sag mal, in den meisten Folgen, wo der Quickie-Markt zu sehen war, hat man diese linke Seite und Rückseite eigentlich so gut wie gar nicht gesehen oder eigentlich nie gesehen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass da ein paar Graffitis drauf sind, aber ich wollte nicht gleich Vandalismus betreiben bei unserem neu gebauten Quickie-Markt. Von daher lasse ich die Seiten erstmal noch blank, aber vielleicht im Zeitraum oder in den nächsten Jahren könnte hier irgendein kleiner Schlingel kommen und hier die Wände beschmieren. Ja, jeder möchte halt an Quickie-Markt seinen Namen draufschreiben. Aber noch ist alles sauber, von daher wollen wir den Quickie-Markt uns jetzt besuchen. Hier beim Quickie-Markt habe ich mir mehrere Folgen rausgesucht, um ihn mir einzurichten. Von daher werde ich auch immer schon Bilder einblenden. So von draußen ist es halt ein Mix aus vielen Folgen. Also da könnte ich dir viele Bilder einblenden, da sieht es optisch eigentlich immer gleich aus. Ja, wir wollen dann erstmal reingehen in den Quickie-Markt und erstmal den Apu besuchen. Hallo Apu, bist du hier irgendwo? Apu! Ach, hallo Apu! Ja, so sieht der Quickie-Markt aus innen drin. Ich gehe hier gleich auf die ganzen einzelnen besonderen Objekte ein, die sich hier befinden. Wir haben natürlich, wenn wir reinkommen, hier gleich einmal unseren Kassenbereich. Dahinter befindet sich am meisten die Quickie-Maschine. Die Quickie-Maschine, da habe ich ein bisschen überlegt, wie ich mir die bastel, weil es doch ein bisschen, ja, nicht einfach ist, sich oben da auch so ein Quickie raufzubasteln optisch. Aber ich denke mal, wenn man so ein bisschen Fantasie mit reinwirft jetzt hier in der Folge, dann erkennt man auch eine Quickie-Maschine hier vorne. Ja, ansonsten, ich habe es noch extra hier seitlich so ein bisschen raufgeschrieben, ne, Quickie. Auch natürlich auf beiden Seiten, bin ja immer ordentlich, ne, also auf beiden Seiten Quickie-Maschine. Ja, und es gab ja auch so eine besondere Folge, wo die Quickie-Maschine ja im Mittelpunkt stand einer bestimmten Folge. Und zwar muss man ja die Quickie-Maschine immer wieder auffüllen, ne, und Apu hat dafür auch extra ein paar Lieferanten, oder was heißt eine Lieferantin eher gesagt, ne, die sind dann immer, oder die ist immer einmal die Woche gekommen und hat dann hier die Quickie-Maschine aufgefüllt und wir sehen, die müsste schon bald wieder kommen, ne? Ist ein bisschen leer hier drin. Ja, aber jedenfalls kann man sich dann hier mal leckeres Quickies abfüllen und die dann hier an den Kunden geben. Ansonsten, wir haben ja nicht nur die Quickie-Maschine hier, wir haben auch noch eine Bass-Cola-Abteilung. Hier extra kannst du dir immer frisch Bass-Cola abzapfen, wenn du möchtest. Oder auch noch andere Mixgetränke. Ja, ich sag mal, hinter der Theke war einiges aufgestellt, so an Süßigkeiten und Getränken, was man sich dann hier abfüllen konnte und dann an der Kasse bezahlen konnte. Ansonsten, wir haben auch noch für Leute, die nicht was snacken wollen, sondern auch ein bisschen spielen wollen, zwei Spielautomaten. Die haben sich in den Staffeln, sage ich mal, ein bisschen geändert von den Spielen her. Ich habe aus den ältesten Folgen mir so ein bisschen was rausgesucht, wie das Ganze hieß. Das eine war Great Wife Hunter. Da weiß ich, dass es jetzt in den aktuellen Folgen GTA ist oder so halt eine Parodie von GTA. Und das Spiel Nuke, da weiß ich nicht ganz genau, was jetzt in den aktuellen Staffeln da gezeigt wird, aber ansonsten. Aber jedenfalls hier zwei Spielautomaten, wer spielen möchte. Ansonsten, weil es jetzt hier vor dem Kassenbereich war, ja, eigentlich unterschiedlich, was hier mal war. Meistens waren Zeitungsständer, sage ich mal, hier vorne, ne, wo man sich so ein paar Zeitschriften entnehmen konnte. Oder auch Würstchenstand und sowas war hier vorne. Aber ich dachte mir jetzt so, ja, in den ersten paar Staffeln und so, wo der Quickie-Markt gezeigt wurde, waren hier vorne Zeitungsständer. Von daher bin ich da jetzt auch erstmal da geblieben. Ja, ansonsten, wir haben dann hier natürlich klassische Regale jetzt hier, ne, wo man sich was rausnehmen kann. Sie sind auch nicht alle komplett voll. Ne, der Quickie-Markt, der läuft ja eigentlich immer recht gut und da waren noch oft die Regale schon alle gut vergriffen. Ne, also war immer schön leer, von daher habe ich hier so ein paar Lücken mir gemacht. Ja, ansonsten haben wir auch eine Tiefkühlabteilung, ne, wo man Bier und Eis und alles kriegt. Und da gab es eine bestimmte Folge, da hat ein älterer Herr sich ein Regal leergeräumt, so das Eis alles nach vorne zur Apo gebracht und gesagt, das möchte er alles kaufen. Irgendwann hat Apo gedacht, hey, wo bleibt der Typ? Geht dann zu der Kiefer-Abteilung und auf einmal ist der Mann hier drin. Da hat Apo dann auch draußen ein, ja, da hat er das dann ganz groß gezogen, ne, so mit Aushängeschild draußen und hat ihn in der Sehenswürdigkeit hier präsentiert. Er hieß dann auch Frostiligus, ne, also Frostiligus hat er denn hier ausgestellt, der ältere Herr, ne, der denn hier war. Hier kann man sich ja also ein bisschen als Deko machen, ne, so als Erinnerung an so ein paar ältere Folgen, ne.
Ja, ansonsten Tiefkühlabteilung. Na, ich habe ja einmal ein paar größere mir gebastelt und dann auch noch ein paar kleinere. Ich denke mal so als Ansicht, wenn man sich ja den Laden hier gerne einrichten möchte, möchte ich euch auch ein paar Variationen hier anbieten, was man sich so machen kann. Ne, hier so, was da drin ist, das kann man sich ja ausdenken. Ja, ansonsten, man kann natürlich auch so Klatschregale einfach hier an die Wände hauen. Ne? Einfach so zack, puff, ne? Machst ja auch welche hin. Naja, ansonsten kannst du hier solche basteln. Ja, ansonsten, was gab es noch? Und zwar auch in der Folge, wo Frostiligus vorkam, hat er auch noch eine Dose präsentiert. Da, also die hat er vor einen Geldautomaten präsentiert. Der hat dann wohl nicht funktioniert in der Folge. Da hat er dann einfach die Dose ausgestellt, wo kein Etikett mit drauf ist. Man weiß also nicht, was in dieser Dose drin ist. Da kann alles drin sein. Also schon beeindruckend, ich weiß. Da könnte auch Hundefutter drin sein. Ja, ansonsten, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch eine Kühlabteilung. Da gibt es alkoholfreies Bier. Aber das wollen wir ja nicht. Also von daher würde ich mal weitergehen. Wir wollen ja wenn schon, denn schon puren Alkohol. Ja, ansonsten, was kann man hier noch zu sagen? Eigentlich nicht mehr viel. Ja, was man sieht, das sieht man. Ach ja, ich habe noch, sage ich mal, hier bei unserem Eingangsbereich etwas geändert. Und zwar, wir hatten hier ganz oben an sich mit Stein gearbeitet. Ne? Ich habe das nochmal geändert, denn ich finde irgendwie mit Treppen wirkt das Ganze besser hier vorne. Wir haben zwar draußen mit Stein gearbeitet, würde ich auch so lassen, weil da haben wir das Dach mit ein bisschen eingearbeitet. Ne? So hier so ein bisschen verwendet das Dach mit. Und innen drin wirkt das Ganze doch besser, wenn man Treppen nimmt. Ja, ansonsten sind wir dann mit dem Quickie-Markt durch, aber ich denke mal, du trinkst bestimmt keinen Alkohol, von daher extra für dich gehe ich hier extra ran, sonst würde ich hier nicht rangehen, ne, alkoholfreies Bier, aber für dich hole ich dir etwa was raus. Das ist ja gar kein, was, hier ist eine Treppe? Aha, ja, erinnerst du dich noch, Abu hatte doch etwas, ja, Secret-mäßiges auch in seinen Laden gehabt, und zwar, man konnte ja, wenn man, wirklich, wenn man an das nicht, also an das alkoholfreie, an die alkoholfreie Abteilung geht, so, dann konnte man zu seinem geheimen Garten kommen. Extra eine Secret-Folge. Aber ich habe euch ja darauf hingewiesen, ne, dass man sie besser kennt. Ihr dürft jetzt hier nicht auf die Wandfarbe ein bisschen achten. Ist alles ein bisschen eng hier, von daher, ne, gehen wir einfach mal weiter. So, dann kommen wir natürlich hier oben einmal an. Wow. Sind wir denn auf dem Dach hier vom Quickie-Markt, ne, in seinem geheimen Garten, den er sich hat. Er hatte den Garten nicht auf das komplette Dach ausgebreitet. Er hatte da extra so eine kleine Ecke gehabt, wo das war. Und der Rest war ja noch so typisch dachmäßig. Was kann man sich da machen? Schornsteine, Klimaanlage, braucht er ja für seinen Quickie-Markt. Von daher kann man sich dann so solche Anlagen basteln. Ansonsten hat er hier natürlich seinen riesigen Garten mit Blumenkästen und Wiese, er hatte sogar Steinbrocken sich denn aufs Dach noch raufgehauen. Er hatte auch noch so ein kleines, oder er hatte noch so ein kleines Vogelbecken. Das glaube ich mir jetzt hier mal so versucht, so ein bisschen darzustellen. Könnte auch sein, dass das hier ein Schornstein ist. Ne? So sieht das ein bisschen aus, aber es soll ein Vogelbecken sein. Ne? Ein bisschen Fantasie immer mit einbringen. Ja, ansonsten hier sein tropischer Garten. Versucht das Ganze so ein bisschen darzustellen. Ne, man kann auch super, finde ich, hellgrüner, trockener Beton nehmen. Weil das ist einfach das Grünste, was es gibt in Minecraft. Und weil es ja noch diese kleine Pixel-Textur hat, wirkt das Ganze doch vielleicht ein bisschen wie Rasen, ne? Ja, ansonsten, er hatte noch Palmen und sowas auf dem Dach. Ich habe jetzt hier ganz auf normale Bäume jetzt einfach mal gesetzt, denn die wirken einfach besser, als wenn ich mir jetzt hier irgendwelche Palmen bastel. Denn man darf nicht vergessen, von außen, wenn man hier so ein bisschen war, sah man den Garten nicht. Ne? Also wenn man jetzt die riesengroße Bäume oben drauf bastelt, das wirkt dann auch wieder. Ja, ich weiß nicht. Also es wäre dann wieder zu viel des Guten. Also so ein paar Bäumchen, das reicht. Aber wenn sie noch größer wären, dann wäre es wieder zu übertrieben. Dann kann man sich natürlich hier seinen kleinen Garten basteln, wie man möchte. Ne? So einen Tropengarten zum Ausruhen oder sonstige Sachen. Ne, kann man Blümchen und alles sich pflanzen. Ich habe sogar hier gemacht, dass er einen kleinen Kompostecker hat, damit er seinen eigenen Dünger halt für die ganzen Pflanzen auch hier herstellen kann. Ne? Dass er den nicht immer mit einer Schubkarre dann hier hochpuckeln muss, macht das hier alles oben selbst. Ich stehe jetzt hinter der Kasse und möchte dir was anbieten. Und zwar, ich habe gesehen in der letzten Folge, beim Quickie-Markt hat einer was reingeschrieben, und zwar einer aus unserem internationalen Bereich. Der hat sich die Militärakademie gewünscht, wie ich gesehen habe, und ich finde, sowas haben wir noch nicht in der Stadt und das könnte man ruhig bauen. Aber, weil ich noch ein paar andere Optionen offen habe, was ich bauen möchte, möchte ich jetzt hier einfach mal so eine kleine Abstimmung machen. Hatte ich schon lange nicht mehr gemacht, können wir einfach mal machen. Ihr könnt jetzt hier, sag ich mal, schon während der ganzen Folge abstimmen. Wollt ihr eine Militärakademie, dass ich mich da, sage ich mal, nächste Woche ransetze, oder wollt ihr eine Secret-Sache? Eine Secret-Sache? Ja, eine Secret-Sache. Das könnte alles sein. Aus anderen Folgen, ne, aber es ist wirklich was von Sims sein, aber es könnte alles Mögliche sein bei den Sims, was da kommt. Von daher, ihr dürft entscheiden, wollt ihr eine Militärakademie, weil ich das übelst gut finde, oder wollt ihr etwas Geheimes haben, etwas Secret-mäßiges bei den Sims? Naja, ihr dürft entscheiden.
Und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Und dann sind wir mit dem Quiggy-Markt auch durch. So sieht er aus. So ist er fertig. Ich bin zufrieden damit, ne, wie er so jetzt ein bisschen wirkt hier. Fühle ich mich halt wie in den Folgen. Würde ich auch immer gleich rangehen. Und ihr wisst, Abo nimmt immer nur Bares ist schon was Wahres. Na, da hat er auch extra hier ein Schild, dass er sonst nichts anderes nimmt außer Bargeld. Jetzt zum Ende des Videos hänge ich noch eine Sache ran, und zwar für alle aktiven Gucker. Was erwartet dich noch diese Woche? Zum einen, es kommt noch ein Tutorial für das ABC auf Banners. Das werde ich nochmal bearbeiten. Kommt am Ende der Woche. Und dann kommt noch am Wochenende ein kleines Filmprojekt für alle, die darauf mal wieder Lust haben, sich sowas anzugucken. Darauf könnt ihr euch gefasst machen. Das kommt noch die Woche, und Bauprojekte gibt es dann erst wieder nächste Woche. Ja, ansonsten würde ich mich dann vor unseren Quiggy-Markt denn hier schön hinstellen. Kriegen wir eigentlich einen, ja, warte mal, so, dass wir das den Garten oben drauf nicht sehen, stelle ich mich hin. Ja, wunderbar. Ja, und wenn ich dann vor dem Quiggy-Markt Safety stehe, hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.